Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sonic Generations. Wie wir im letzten Part gesagt haben, werden wir uns jetzt natürlich mit den Levels aus Sonic Unleashed beschäftigen. Und das machen wir natürlich sofort im ersten Akt mit dem Retro-Sonic. Ich hab echt nicht mehr, wie das Teil hieß. Vielleicht habe ich den Level mal so gern gespielt hier. Ich könnte jetzt am besten die ganze Zeit nicht reden, damit ich so schön Liedgetan hören kann. Ist mir doch noch nicht passiert. Geil. Fahren wir hier mit der Seile. Spring, la la la. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt noch darüber reden. Teil hier noch verschieben. Wo wir schon öfters mal erwähnt haben, dass das Spiel in 3D gespielt habe. Das Konfetti hier in 3D ist wunderschön, ist wunderbar. Ich würde das halt auch sehr gerne in 3D zeigen, aber wenn ich das aufnehme, dann... dann nichts erkennen. Eigentlich gar nichts, Alter. Ich weiß nicht, was der Monitor macht, aber er macht da noch zusätzlich irgendwas. Abgesehen davon, dass das Bild leicht verschoben ist. Ich weiß nicht, was es ist. Das könnt ihr einen Experten doch sagen. Jedenfalls, ich habe es mal ausprobiert. Das nehme ich dann auf meinem 3D-Monitor, dass man noch versucht zu gucken. Sehe ich da auch nur verschwommene Bilder. Selbst mit 3D. Da erst recht. Also die Bilder sehen exakt gleich aus, wie zuvor. Also wie wenn ich das so in 3D annehmen würde. Aber wenn man dann nochmal die Brille aufsetzt, wird dann noch was umbrechen. Ich weiß nicht, was ist. Hat der mich denn jetzt erwischt? Jetzt werden wir hier durch das Fässer springen. Und, oh, was hat der wohl vor? Ja. Klar, dass er macht. Das überrascht uns jetzt auch nicht mehr wirklich. Und Vorsicht, da hinten sind mehr solcher Teile. Aber für Sonic natürlich kein Problem. Hier jetzt vorsichtig springen, da kann man nämlich sehr leicht runterfallen. Das ist mir persönlich schon echt etwas passiert. Könnten wir jetzt rechts weiter, aber wir wollen ja unbedingt diese Münze und diese Ringe. Und hier hoch und da hoch. Und jetzt machen wir hier rüber. Und jetzt gehen wir Tempo und machen hier alles Platz. Senden auch immer genau da kommen, wenn ich gerade gut fühle. Ja. Den Glockenturm. Kann man reinspringen, auch wieder hochlaufen. Ja. Ich fange jetzt nicht wieder damit an, so ist das Level Design auf jeden Fall. Um die Karte zu treffen. Ich würde echt die ganze Zeit nicht einfach nur, weil die Musik so schön ist, dass der Musik wieder verpasst. Wenn ich in der Kugel bin, muss ich die Gegner treffen. Wie hat der mich jetzt erwischt? Ja, das lief mal sehr viel besser. Haha, das ist doch ein Trick. Und hier, jetzt vorsichtig, nicht an die Bomben. Warum auch immer da Bomben sind. Das ist zu vorsichtig. Das ist immer der Vorführeffekt. Der Vorführeffekt. Schon wieder! Kann doch nicht sein. Ich hab irgendwie einen Igelstopper. Stimmt. Der Anti-Igel-Spray. Das muss es sein. Anti-Igel-Spray. Klar. Diesmal springe ich vorsichtiger, damit mir das nicht wieder passiert. Ich könnte jetzt die rote Münze da holen. Ich habe aber keine Lust, weil ich eine Kugel beenden will und mich noch weiter blamieren will. Jetzt drehen wir den Zeiger auf 12. Und seltsamerweise geht das dann auf. Fragt mich nicht, wieso. Der designt einen
blockt schon, dass das Teil vorne um Punkt 12 Uhr aufsteht. Damit die Leute da was sehen können. Die kommen dann eher vorne raus und das ganze Ziffernblatt geht auf. Und nur B geschafft. Jetzt habe ich mich diesmal richtig trainiert. Dann kann halt nicht immer gut sein. Ich wusste doch, einmal in diesem Let's Play werde ich mich blamieren. Jetzt bin ich sehr geknickt und werde mich traurig in die Ecke setzen, während ich den nächsten Level mache. Ich kann traurig aus der Ecke spielen, so. Und hier machen wir auch direkt weiter, weil wir diese schönen Straßen rennen und das Teil da verpassen. Und dagegen laufen. Und sterben. Ich starte den Level nochmal neu, weil ich das S will. Um meine Ehre zu verteidigen. Kann das? Bin gut in diesem Spiel. Ha! Ich kann mal noch wenig später. Ich habe wieder diese wunderschöne Musik. Das ist natürlich ein bisschen anders arrangiert. Kommen wir auch hier vorbei. Wir sind da oben. Oh, wir haben das sogar nicht geschafft. Den Stacheln ausgefallen. Nette Anekdote, eben wenn ich mit dem 3D gespielt habe, habe ich einige Stacheln gar nicht gesehen, wie die runtergefallen sind. Wurden irgendwie nicht gerechnet. Was dann immer sehr lustig war, wenn plötzlich Stacheln vor dir auftauchen. Yeah. Und dann kam Sonic Apple. Guckst du, wie denn so da ist? Sah aber eher so aus. Die sehen eher so aus. Hier ist ja mir wenigstens erklärt, warum die so überhaupt da sind. Und der hätte solche Flügelchen, damit sie reden können. Hier sind wir auf dem Glockenturm, auf dem wir zu sehen waren. Und ich habe mich nach dem zweiten Turm. Jetzt springen wir hier rüber und kann die Zettelchen angucken. Hier runtergreifen. Wer ist auch immer da, macht man. Na, interessant, wer jetzt die Frage hat, kann man denn da auch gucken, wo man angefangen hat, wenn man da von den Glockenturm runter sprintet? Nein, kann man nicht, weil das Spiel so aufgebaut ist, dass nur bloß bestimmte Bereiche des Levels geladen werden. Und deswegen da einfach nur so ein Template ist, wo gezeigt wird, ja, hier, da ist noch Stadt, aber der Bereich des Levels, wo sie angefangen haben, ist gar nicht mehr da. Wäre ja auch unsinnig, wenn er noch da wäre. Wir brauchen ihn ja nicht. Der Musik. Die Gegner lassen wir Gegner sein. Wir sind heute mal ein Freund. Wir beachten gar nicht, dass wir versuchen, uns zu zerfetzen mit Stacheln. Mit riesigen Teilen. Haben wir das Schiff nicht beim letzten Akt kaputt gemacht? Das ist zu. Die Akte basieren aufeinander. Ja, das merkt man ja. Nicht immer, aber man. Hier müssen wir die Gegner da reinstoßen. Oh, und jetzt lässt er freundlicherweise Ringe fallen, die ich alle nicht kriege. Egal, wir haben den Level geschafft. Und mit S. Somit haben wir auch Rooftop Run hinter uns gebracht. Sieht das jetzt nicht schön aus. Und wir haben genau Daddy's Vector. Das weiß ich wieder. Thanks, Sonic. You know, I got a hunch someone or something is controlling that monster. Das sollten wir uns mal überlegen. Jemand muss dahinter stecken und wir müssen uns darum kümmern, Sonic. Ja, wer kontrolliert dieses Monster? Und wir haben auch das Lied Doesn't Matter freigeschaltet. Und wir machen jetzt leider auch schon den letzten Level, bevor wir dann hier den Boss erledigen und danach den letzten Endboss.
wo wir dann alle Chaos Emeralds haben brauchen werden. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Werden wir jetzt Planet Wisp machen. Aus Sonic Colors. Da muss ich echt sagen, ich habe den Level, als Sonic Generations das erste Mal gespielt habe, habe ich ihn gehasst, weil irgendwie der Level hat mir so gar nicht zugesagt. Aber jetzt mag ich den schon einigermaßen. Das macht wirklich Spaß. Natürlich meistens dann mit besserer Musik. Ich lasse jetzt immer erst noch die Originalmusik, bevor ich dann da irgendwann umschalte. Wie gesagt, ich habe Sonic Colors nie gespielt. Wenn ich gelesen habe, dass man den Planeten nie wirklich im Spiel antrifft. Jetzt hätte ich da den Dash machen können. Aber ich kann jetzt auch Schluss werden. Wie gesagt, ich habe nie gespielt. Wenn ihr es wirklich empfehlen könnt, dann... wenn ihr sagen würdet, man könnte es mir empfehlen, werde ich mir vielleicht doch noch zulegen. Und wenn ich dann... Wenn ich dann irgendwann mal ein Abgreifgerät für was auch immer, auf den Konsolen, was rausgekommen ist, werde ich vielleicht dafür auch ein Display machen. Und dann kommen wir nach da oben und ich bin auch da. Ja, wegschießen wir einfach. Hätten wir auch da, aber wir gehen lieber hier. Die Kanone ist uns sicherer als hier. Und jetzt kommt hier das Besondere aus Sonic Colors entnommen, dass wir uns mit diesen Aliens verwandeln können. Oh, mit Lang. Naja. Hier sehen wir unten kann ich noch mehr einen Wallrun. Bringen in die Rakete, weil wir es können. Und lieber schnell, bevor ich dann wieder runterfalle. Nehmen wir alle Raketen mit. Ja, frag mich, was ich hier mache. Das ist Kunst. Das ist Kunst, was ich mache. Kunst. Ihr versteht mich nicht. In vielen, vielen tausend Jahren werden Leute sehen, wie hier. Das vermasselt. Vorausgesetzt in vielen, vielen tausend Jahren diese Füße nicht existieren. Und dann werden sie denken, Mann, der Typ hat's drauf. Wir werden heute denken, Mann, der Typ ist voll kacke. Hier jetzt vorsichtig. Und direkt weiter. Wie wir schon sehen, das Level-Design hat sich jetzt etwas geändert. Wir sind jetzt auf einer Robotnik-mäßigen... Ne, wir sind auf einer Robotnik-Baustelle. Ja, der heißt, er ist der ursprüngliche Robot. Dann hat man ja... Ja, dann hat man den asiatischen Namen Eggman. Ja. Denn in der, denn noch in den ersten Spielen und auch in der wunderbaren Zeichentrickserie Sonic der Irre Igel. Ach, die würde ich auch mal gerne wieder sehen. Ich damals in meiner Kindheit so gerne geguckt. Hat man, wie ist er denn noch, Robotnik. Bis er dann mit Sonic Adventure in Eggman umbenannt wurde. Hat mich am Anfang sehr verwirrt. Ich dachte schon, das lag irgendwie an der englischen Sprache. Irgendwie tat es dann aber doch nicht. Es lag eher daran, dass er im asiatischen Raum Eggman ist. Wie ich ja schon anfangs erwähnt habe. Ich drehe mich gerade im Kreis. Ah. Ich hätte springen brauchen, aber hier muss ich springen. Aber... Ja, ich hätte früher springen. Egal, ich schaffe das nicht. Da hätte ich nämlich die Rakete, die ich noch vorher aufgesammelt habe, benutzen sollen. Das ist aber nicht. Wir warten den ab. Ja, wird hier alles gehört. Meine Freunde würde gerne jetzt Sonic Underground gucken. Die deutsch-französische Version von Sonic. Ich fand das ganz nett. Ja, war toll. Das einzige Gute war dann die folgenden Knuckles dann aufgetaucht. Hat doch mehr Geld. Ja, Knuckles ist aufgetaucht.
Das waren die letzten Folgen. Wir können ja noch ein bisschen hier Gegend bestaunen. Den direkt hier platzen macht. Oh, nicht klar. Gehen wir direkt wieder ins Fahrzeug mit. Und lassen uns hier hochschießen und dann da. Hier. Vor. Ach ja. Was los ist. Hier müsste ich glaube ich jetzt die Rakete. Genau. Jetzt haben wir hier wieder eine Rakete. Ja, und jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen beeilen. Denn das Teil bewegt sich langsam nach oben und wird uns zerquetschen. Und ich habe hier vergessen, dass wir Stacheln sind. Aber jetzt haben wir herausgefunden, da sind Stacheln. Okay, genau, das kam nicht nach oben, das andere kam nach unten. Wenn das, wenn das eine nicht zu uns kommt, kommt das andere, kommt hier eben zu dem einen. Das sollte jetzt ein lustiges Wortspiel sein. Lacht. Und jetzt sind wir auch direkt hier oben angekommen. Und jetzt mal rechts bringen müssen. Und wir haben den Level geschafft. Natürlich wieder mit S abgeschlossen. Wie soll es auch anders sein? Wir ignorieren den Level, den ich mit B abgeschlossen habe. Den gibt es nicht. Jetzt natürlich weiter den letzten Level als noch Planet Wisp mit Retro Sonic. Entweder diese Wisp oder wie die heißen. Wir haben Stacheln. Was will man mehr? Was findest du süß? Ah ja. Nicht Sonic klingt relevant. Und hier haben wir natürlich nur zwei. Weil wir wollen ja nicht, dass die Sonics sich zu ähnlich spielen. Ergo steckt der eine Sonic die Raketen, der andere Sonic die Spikes, mit denen er hier an der Wand entlang krabbeln kann. Ja, Melanie findet die Spikes recht cool. Und der Ausdruck Spikes ist natürlich auch toll. Nervt nur beim allerersten Mal. Beim zweiten Mal nervt eigentlich nach einer Zeit immer. Upsala. Ja, wie wir schon merken, die Level sind jetzt auch alle etwas schwieriger, dauern länger und haben mehr Stacheln reinfallen. Vielleicht werden wir am Ende dann noch ein Video machen, wo wir sehen, wie oft die Stacheln reingefallen sind. Und dann wird alle herzlich amüsiert. Und wir machen ein Trinkspiel, oder? Jedes Mal, wenn ich in Stacheln falle... Ah! Schön, wenn ich in Spikes bin, krieg ich keinen Schaden durch Stacheln. Wir putzen ein Trinkspiel. Ja, wenn ich in Stacheln falle, trinkt ihr einen. Mal gucken, wie betrunken ihr danach seid. Du sollst einen Schluck nehmen, wenn ich in Stacheln falle. Diese Kisten können wir auch nur, wenn wir in Stachelbomben fallen. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn die so mega leuchten. Zwei. So, was haben wir da? Genau, das war ein Cat in der Folge mit Aber M. Mal ein bisschen Outside-Referenzen. Wir wollen hier ja hip und cool wirken. Ja, ich sag, wir wollen ja hier hip und cool wirken. Wenn ich so die alten Säcke, die mich noch an Zeichentrickserien von vor 10 Jahren erinnern. Oder Spiele kennen, die vor 10 Jahren oder die vor 20 Jahren rausgekommen sind. Nebenbei, interessanter Fakt, Sonic the Hedgehog. Ja, das Sonic the Hedgehog 3. Haha, das war richtig ausgesprochen. Ist in meinem Geburtsjahr rausgekommen. 92. Scheiße, jetzt wissen die alte. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Jungen so an. So, die sind ja voll alt, von denen will ich nichts hören. Ich komme manchmal so alt.
Ja, überleg mal, 20, ja, ja. Die 30 ist gar nicht mehr so weit weg. Na, das Verstecken hat super geklappt. Das Lustige ist, ich habe vorher gar nicht gewusst, dass man diesen Turbo machen kann da drauf. Deswegen ich immer ganz langsam versucht habe, diese Teile zu drehen. Hat manchmal nicht so gut geklappt, wie ihr euch vorstellen könnt. Hier müssen wir mal aufpassen, damit genau das nicht passiert. Ich glaube, ich zeige euch hier alle Fallen, die man so auslösen kann. Doch, das ist auch interessant. Ja, so. Komm, die Stelle hier war relativ schwierig, wo man das nicht, ohne dass ich das wüsste. Weil dann hier so die Sachen, vor allem hier mit dem, hier mit der Rakete war das relativ schwierig. Aber ich hab's dann doch noch hingestellt. Ja, wie ihr seht. Wenn man es dann weiß, dann ist es viel einfacher. Ja. Ja, wir haben noch hier, dass die Musik auch ein bisschen hektischer wird und gerade das Teil verpasst. Und hier schicken jetzt ganz viele Raketen auf uns los, aber die treffen uns nicht. Wir hätten mal zielen sollen. Jedenfalls haben wir es jetzt geschafft. Wir sind dort am Anfang, wo der andere Sonic weitermacht. Und wir haben ein S gekriegt. Aber ich habe echt keine roten Münzen eingesammelt. Peinlich, peinlich. Jedenfalls haben wir jetzt hier alles auf. Haben wir jetzt alles in Farbe und eine Zwischensequenz. Dude, there's the Emerald. Da war ein Emerald. Der kriegt das. Pretty slick move, huh? Ja, das kann der kleine Sonic ja nicht. Das hat er noch nicht gelernt. Und wir haben Charmy befreit. That was very scary, but being with you makes it all better. Yeah! Hey, you look different. Ja, die Synchro ist auch sehr lippensynchron. Aber gut. Hey, was ist denn mit der Party passiert? Genau, wir haben ja vor x Millionen Jahren mal eine Party gefeiert. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Herausforderungstore und mit denen werden wir uns im nächsten Part beschäftigen. Genauso wie, oder hoffentlich, je nachdem wie lange ich für die Tore brauche, mit dem nächsten Boss, um danach in den Endspurt zu gehen und den Endboss zu erledigen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.